Es geht aber eigentlich schon los in dem Moment, wo die Teilnehmenden in den Raum kommen mit der sogenannten Catch Station. Und normalerweise usel ich mich davor, dass ich vielleicht gescheitert bin in dieser Konfliktsituation und auf einmal dreht sich das für mich, dass ich sage, Moment, egal wie, ich habe auf jeden Fall was gelernt. Es geht darum, um eine gezielte Auswahl zu treffen, an welchen Stellen in meinem Training sind Dinge besonders wertig, um erinnerlich zu sein. Learn, Unlearn, Repeat. Der Podcast für alle, die das Lernen leichter und das Verlernen schneller machen wollen. Mit Sabine Fenske-Hess und Jürgen Schulze-Seeger. Hey Jürgen. Hey Sabine. Ich habe dir heute ein Thema mitgebracht, was für dich in den Testings unserer Teilnehmenden von der Trainerakademie immer besonders wichtig ist und was ich mit dir näher angucken möchte. Das Stichwort ist Ausstattung. Oh, mein Lieblingsthema. Ja. Wenn man mal inhaltlich nicht weiter weiß, kann man fast alles durch Ausstattung wettmachen. Ja, so in etwa war der Gedanke meiner Planung. Tatsächlich habe ich aber wirklich an so alles drumherum gedacht und finde es spannend, das anzugucken, was Räume machen, was Ausstattung ausmacht, was es macht mit Gerüchen, Orten, letztlich auch vielleicht ein metaphorisches Einbinden ganzer Trainings, uns mal auf dieser Seite ein bisschen rumzutreiben. Und was mich interessiert, ist spontan, wenn du Ausstattung hörst, was ist dein erstes inneres Bild? Ich finde, also das Ganze dient ja vor allem der Resonanz des Trainings. Also je sonderbarer und merkwürdiger die Ausstattung ist, desto länger haftet dieses Training möglicherweise im Gedächtnis. Ich glaube, wir haben an irgendeiner anderen Stelle schon mal über mein brennendes Buch gesprochen. Ich bin mir sicher, dass sich Teilnehmer 10 Jahre später an viele Inhalte nicht erinnern, aber doch an dieses Buch, das plötzlich anfing zu brennen. Und es geht aber eigentlich schon los in dem Moment, wo die Teilnehmenden in den Raum kommen mit der sogenannten Catch Station. Also irgendeinen Aufbau, der Fragen aufwirft, der ein bisschen sonderbar aussieht, wo man schon so halbwegs denken kann, das könnte was mit dem Thema zu tun haben, aber man weiß nicht so richtig was. Und dann merkt man schon, man taucht ein bisschen mehr ein. Auch hier ist es ja wieder so, alles für das unser Gehirn keine Erklärung hat, wird durch die Amygdala eher durchgelassen, also als Sinneseindruck, weil davon ja eine Gefahr ausgehen könnte, also so ganz primitiv gesagt. Und insofern ist das Hereinkommen in einen Raum, der nicht auf die gewohnte Weise ausgestattet ist, schon dieses erste Wachwerden von den Teilnehmenden, weil hier irgendwas anders ist. Und das geht von bis, also je nach Budget kann man es vollkommen übertreiben, also wirklich den kompletten Innenarchitektur des Raumes verändern. Aber manchmal sind es die kleinen Dinge, auf die das Auge dann fällt, die tatsächlich einen Unterschied machen. Und wenn man das so kategorisieren würde, was ich noch nie getan habe, fällt mir gerade auf, gibt es einerseits Dinge, die das Räumliche eher betreffen, dann gibt es aber auch Requisiten. Und Requisiten sind Dinge, die manchmal so beiläufig in die Hand genommen werden und wirklich nur für die Illustration einer einzelnen Aussage genommen wird. Mhm. Du kennst möglicherweise meine Glühbirne. Ich habe so eine Glühbirne, die von selber leuchtet. Und die benutze ich manchmal, also man nimmt die in die Hand, damit die Hörer sich und Hörerinnen sich das jetzt gerade vorstellen können. Man nimmt die in die Hand, die hat keinen Stromzugang und so, da ist eine Batterie drin. Und durch einen Trick, man muss nämlich die beiden Kontakte mit einem Ring, den man auf dem Finger trägt, verbinden. Das ist ein Zauberartikel. Jetzt habe ich es verraten. Oh weia. Können wir das rausschneiden? Ja, unbedingt. Schnippidi-schnipp. Die ganze Überraschung weg. Aber dann leuchtet diese Birne auf in dem Moment, wo man beispielsweise sagt, okay, und an dieser Stelle haben wir etwas gelernt. Dann leuchtet diese Birne auf, dann können wir die wieder wegpacken. Und das ist total mini und beiläufig. Aber wenn das ein paar Mal passiert bei dem, dann haben wir wieder was gelernt. Und zwar nicht so als Karlauer, sondern tatsächlich als Illustration dessen. Ich verwende das beispielsweise manchmal, wenn ich sage, das Mindeste, was passiert, wenn man Konflikte angesprochen hat, statt sie
für sich zu behalten oder in sich reinzufressen, ist, man lernt nach und nach, wie man diese Konflikte anspricht. Das heißt, im Cycle of Engagement ist das an dritter Stelle das Learning, das daraus entsteht, dass man zunehmend mehr Konfliktgespräche aktiv anspricht. Und dann leuchtet eben jedes Mal diese kleine Birne, freue ich mich auch jedes Mal drüber, dass sie leuchtet. Dann packt man die wieder weg und dadurch ist das wie auf einer Theaterbühne ein bisschen eindrücklicher geworden, was man an der Stelle gesagt hat. Jetzt ich kommt, würde da gerne mal reingehen kurz, gerne. Weil das ein schönes Beispiel auch dafür ist, dass das wirklich eine Dosierungsfrage ist und natürlich eine grundsätzliche Frage des, wie stehe ich zu Teilnehmenden in der Erwachsenenbildung, weil das war so schön, dass du gerade gesagt hast, dann haben wir wieder was gelernt. Mit Sicherheit gab es einige, die gestutzt haben, so nach dem Motto, toll, ja, so wie in der Schule. Und dann habt ihr jetzt auch brav was gelernt. Ja, genau. Ne? Und genau das Gegenteil ist ja hier der Fall im Sinne von, normalerweise grusel ich mich davor, dass ich vielleicht gescheitert bin in dieser Konfliktsituation und auf einmal dreht sich das für mich, dass ich sage, Moment, egal wie, ich habe auf jeden Fall was gelernt. Und das hat eine ganz andere Konnotation. Und das finde ich auch spannend im Verlauf, dass wir mal drauf gucken, so, wo ist die Grenze, wann wird es albern, was ist sozusagen so ein No-Go auch in der ganzen Geschichte. Aber ich habe dich unterbrochen, du wolltest noch in eine weitere Richtung. Hast du die noch? Das kann, definitiv, weil es ist so wie beim Betonen von Worten innerhalb von Sätzen, wenn man in einem Satz jedes Wort betont, betont man gar nichts. Also das ist ähnlich wie in der Gestik oder in anderen Dingen. Sobald man zu viel unterstreicht, wird alles nivelliert. Und geht darum, um eine gezielte Auswahl zu treffen, an welchen Stellen in meinem Training sind Dinge besonders wertig, um erinnerlich zu sein. Und dazu holt man diese Requisiten dann raus. Manchmal ist es wirklich sehr spielerisch. Also da geht es eher darum, mal Dinge auf eine andere Art und Weise zu transportieren. Aber wenn es um diese Markierung geht, dann spielen Requisiten eine ganz besondere Rolle. Markierung, das, meinst du die Markierung des relevanten Inhaltes, den du auch durch Wiederholung dann dadurch natürlich nochmal ganz anders setzt? Genau, also wenn man sich vorstellt, also manchmal habe ich das früher gemacht, wenn man sich vorstellt, man hätte am Ende wie so eine Art Galerierundgang, den wir oft mit den Flipcharts machen, gehen die Study Buddies nochmal an jedes Flipchart und quatschen kurz darüber, worum ging es da. Kann man das selber auch machen mit einer Galerie, wo Gegenstände liegen. Also in meinem Traum mit richtig Budget sind da so Säulen, wo normalerweise Statuen draufstehen. Und dann liegt da diese Birne und da liegt das mit brennende Buch. Mit so einem Buch. Spot beleuchtet. Wundervoll. Wunderschön arrangiert. Genau. In der alten Nationalgalerie in Berlin. Selbstverständlich, genau. Die Leute gehen da durch und mit jedem Gegenstand, mit jedem Symbol, haben die eine bestimmte Stelle in dem Training erinnert und nehmen das in Gedanken mit, jetzt abgesehen von den Symbolankern, die sie sowieso mitnehmen. Das ist dann die dritte Kategorie. Ich glaube, ich mache das mal mit den Kategorien. Die Kategorie. Also wir haben Raumausstattung, wir haben Requisite, wir haben aber auch Giveaways, also die Symbolanker, die wir den Teilnehmenden mitgeben und die dann auf ihren Schreibtischen liegen. Meist das, was im Training passiert, ist in Miniatur. Und es macht auch gleichzeitig ein bisschen Werbung für das Training. Was nicht so unser Style wäre, ist, wenn da überall dann unser Firmennamen draufsteht. Aber es sind oft diese kleinen Gegenstände. Beispiel der Pinguin, den wir in einer Session unserer Trainerausbildung mitgeben als Symbol für dieses, der Pinguin unter Wasser ist beherrschend, kann aber nicht fliegen. Und es geht darum, dass man ein Umfeld im Leben findet, in dem man Pinguin im Wasser ist, jetzt in sehr Kurzform. Und dann kriegen die ja so einen kleinen Pinguin manchmal zugeschickt, manchmal aber auch mitgenommen aus dem Training. Und das steht dann halt eine Weile, manchmal auch eine ganze Weile im Regal oder auf dem Schreibtisch und erinnert an das, was da inhaltlich geschehen ist. Das wäre jetzt die dritte Kategorie und die vierte fällt mir bestimmt noch gleich ein. Ganz bestimmt, wenn wir weiterreden, ich bin mir sicher. Aber was das Übertriebene betrifft, wenn man da zugeschüttet wird mit solchen Dingen, dann wird eben nichts betont, sondern wirklich auszuwählen, was ist eine geeignete Requisite. Ich finde sogar, dass man am Ende von einem Konzeptdesign mal durchgehen sollte, sein Training. An welchen Stellen will ich eine besondere Betonung setzen und was wäre die symbolhafte Unterstreichung dessen, was da behandelt wird, sodass man am Ende nochmal pimpen kann. Und das sind
alle möglichen Gegenstände. Du kennst bei mir das Schwert oder den Schild oder Dinge, die jeweils mit dem der Trainingsthema zusammentun. Und wie gesagt, man kann es übertreiben, jetzt mal abgesehen davon, dass wir auch teilweise mit LKW-artigen Ladungen verreisen zu unseren Seminarorten. Und es geht aber nicht um die Schwämme und schon gar nicht um Konsum, sondern eher dieses pointierte Unterstreichen, so wie man es im Theater kennt. Das ist wahnsinnig schön. Und ich habe auch gerade nochmal diesen Punkt, den möchte ich nochmal aufgreifen, dieses, wie kommst du auf die Requisiten, wie kommst du auf diese Gedanken? Und du hast gerade schon gesagt, das Konzept steht zuerst, also natürlich stehen zuallererst die Lernziele. Die Lernziele natürlich, das ist ja vollkommen klar. Und dann entstehen Ideen zu Inhalten und zu methodischem Vorgehen. Und dann tatsächlich, also gerne natürlich auch parallel, logisch, wie unser Gehirn halt so agiert. Aber tatsächlich ist das eine Form der Eskalation letztlich, ne? Also wie kann ich das noch eindringlicher, noch merklicher, noch lernrelevanter machen, was da passiert. Ich glaube, dass das in beide Richtungen geht. Also mir ist die Vorgehensweise, wie du sie eben skizziert hast, die validere, also dass man erstmal Lernziele hat, dann ein Design baut und am Ende schaut, an welchen Stellen brauche ich eine Unterstützung in Form von Requisite. Aber ganz ehrlich, manchmal stehe ich im Keller, genau. Sehe einen bestimmten Gegenstand und denke, das wäre doch eigentlich eine tolle Illustration für das und das. Mhm. Und wir haben auch tatsächlich in einer Trainerausbildung schon mal den umgekehrten Weg gemacht. Ja. Wir haben den Teilnehmenden ein Thema gegeben und wir haben ihnen eine Ausstattung gegeben, also wirklich absurde Gegenstände. Mhm. Und das Ziel war, den Inhalt mit diesen Gegenständen zu transportieren. Und es ist unglaublich, was da für Metaphern bei rauskommen, auch wie plakativ das sein kann. An manchen Stellen ein bisschen gebeugt, aber ich wünsche mir eigentlich, dass die Kreativität unserer Kolleginnen und Kollegen und auch unsere eigene dadurch angeregt wird, dass wir eben manchmal auch den umgekehrten Weg gehen. Mhm. Und mein Liebster ist natürlich der im Spielzeugladen stehend. Oder noch besser sind so Museumsshops, also so absurde, verblüffende Gegenstände sind. Und dann schaust du da drauf und dann denkst dir, das wäre doch eigentlich eine super Illustration für mein Thema so und so. Und dann geht es auch mal diesen Weg. Für mich ein Idol, was das, was Ausstattung betrifft. Also ich habe viele Idole, oder? Was da bedient, die das betrifft, aber Axel ist ganz vorne. Ja, Axel Rako. Und ich erinnere mich an einen Workshop, den er gemacht hat. Ich meine, es war ein BDVT-Camp vor vielen Jahren. Axel, falls er das jetzt hört, muss ich aufpassen, ist so ein Spielkind. Ein Spielkind, aber mit so einer Freude dabei. Im absolut positiven Sinne, genau. Genau, dass er eine winzige kleine Plastikmodelleisenbahn in der Mitte des Raumes aufgebaut hat. Es war wirklich nur so ein Kreis. Dann hat er so eine Aufziehlok da drauf gesetzt und überall, wo die, also waren so Kuverts mit so Fragen um diese Eisenbahn rumgestreut. Und dann hat er die immer nur so eine Umdrehung aufgedreht, sodass sie nur kurz gefahren ist. Und dann ist sie überall irgendwo angehalten. Und dieses Kuvert musste sich dann ein Team nehmen und diese Frage beantworten, die da drin stand. Total absurd, aber es war auf jeden Fall so viel unterhaltsamer als ob man jetzt einfach am Ende nur mal so eine Abfrage macht. Oder das typische Zieh mal hier einen Umschlag und dann beantwortet er ihn absolut. Und ich finde es so schön, dass während wir sprechen, diese Verknüpfung zwischen Metapher und Ausstattung und Inhalt und Ziel auch schon deutlich wird. Weil ich erinnere Snape, der manchmal als lebensgroße Pappfigur bei uns in den Trainings steht. Also auch mit den Metaphern von Filmen oder Büchern zu arbeiten, ist ja eine durchaus lernintensivere Sache. Und da ist, finde ich, auch wieder spannend. Es gibt ja tatsächlich, jemand wie ich kann es kaum glauben, es soll ja Menschen geben, die Harry Potter richtig doof finden, zum Beispiel. Wie gehst du damit um, wenn du auf tatsächlich was lostrittst? Reaktanz. Richtig. Einfach wegräumen. Aber die Wahrscheinlichkeit. Den Teilnehmenden
Entschuldigung. Aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass man mit 12 Teilen, unter 12 Teilnehmenden 12 Harry Potter-Hasser hat, ist relativ stimmt, gering. Ist gering. Man hat dann mal vielleicht einen oder so. Ich bin mir tatsächlich einmal untergelaufen, dass jemand Star Wars richtig doof fand. Und war auch eine Yoda-Figur im Raum. Und ich liebe die Zitate von Yoda, weil sie so viel Philosophie und Menschheitsprinzipien transportieren. Und dann ist okay. Also meistens fragt man ja dann nach, ist es okay, dass er noch da steht oder soll ich ihn irgendwo hinstellen, wo du ihn nicht sehen musst? Und dann protestieren aber meistens die anderen. Und dann ist alles gut. Aber was so was ich wichtig finde, ist, dass man sich nicht zu sehr in so Kindergarten-Ausstattung bedient, sondern es geht um Wertigkeit, finde ich, bei der Ausstattung. Ich liebe diesen Zauberstab, der Feuer, also richtiges Feuer erzaubert, weil er wirklich wie ein Zauberstab aussieht und nicht so ein Plastik ist, wie wir sonst immer benutzt haben. Oder dass es eben zum Beispiel dieses alles in Primärfarben zu verwenden in einem Training erinnert dann als Ausstattung sehr, sehr schnell an den Kindergarten. Also Primärfarben sind Gelb, dieses Kritzegrün, Kritzerot, Knallrot, Blau und Gelb und Orange vielleicht noch. Und dann sind wir eben, du kennst deswegen auch diese Tülltücher, die haben genau diese Farben und wir kennen das halt zu sehr aus Kindergarten und müssen deswegen aufpassen, dass das wertiger ist. Wenn man jetzt alles zusammen noch, und das ist dann die hohe Kunst, finde ich, wenn man die Auswahl der Requisiten noch mal einem weiteren Prinzip unterordnet, also es gibt ja manchmal Trainings, die haben ganze Parabeln, also das will jetzt mal ein plakatives nehmen, wenn man Teamtraining macht, wird manchmal die Parabel Bergsteigen genommen oder Rudern oder solche Dinge. Und dann stammen, wenn das jetzt Seefahrt ist, als Parabel oben drüber, stammen dann halt möglichst viele Gegenstände oder Requisiten aus einem maritimen Kontext in irgendeiner Form. Und dann kriegt das eben auch was Konsistentes in dem Training. Ich denke, dass es manchmal zulasten der Innerlichkeit geht, aber die Annahme dessen, was da kommt, wird ein bisschen erhöht, dadurch, dass es, wie gesagt, wertig ist und sich an Erwachsene richtet und nicht so sehr an Kinder. Ja, ich glaube auch der humorvolle eigene Umgang damit, also das Ganze weniger ernst zu nehmen und auch selber in einer lustigen Form zu kredenzen. Ich erinnere, dass du zum Beispiel dein Gürteltier, was seinen Auftritt hat, als Metapher für harte Schale und dann ist da aber doch was Verletzliches innen drin, durchaus immer mal wieder hinter dich schmeißt. Also dass dieses niedliche, kuschelige, süße Putzelwesen dann nicht zu sehr niedlich, kuschelig, süß und putzelig wird. Empörte Rufe. Ja, von mir auch. Kannst du doch nicht machen. Genau. Das arme Stofftier nach hinten werfen. Nein, ich weiß, was du meinst. Ist, dass man das selbst immer wieder so einen Abstand dazu wählt, dass man eben nicht Requisiten verliebt wird. Das ist auch die Absicht, ehrlich gesagt, an diesem Punkt. Und mal wieder eine Runde klug geschwätzt. Beim Thema Ausstattung gibt es nicht so wahnsinnig viel Theoretisches anzugucken, außer, dass du dich vielleicht fragst, wo kriege ich denn coole Sachen her? Wir haben dir ein paar Quellen in die Shownotes gepackt, wo wir uns Inspiration holen. Und wir gehen meistens so vor, dass wir ein Themenfeld haben, Achtung, Sabine wieder am Wortberg, ein Lernziel haben. Und mit dem laufen wir sozusagen als Fokus durch die Gegend und lassen uns Assoziationen schenken, würde ich es mal nennen. Egal, wo wir unterwegs sind, sei es eben in einem Laden für Baumaterialien oder bei einem wunderbaren Künstlerbedarfsausstatter. Und dadurch, dass wir im Kopf haben, okay, da will ich hin mit meiner Gruppe, das soll bewirkt werden durch eine bestimmte Übung, das ist das, was ich mir schon dafür überlegt habe, gibt es eine riesengroße Chance, dass wir über Sachen stolpern, wo wir den Eindruck haben, oh cool, damit könnte ich das viel mehr
visualisieren. Das wäre eine Möglichkeit, das zu verankern. Das wäre ein Weg, mit diesen Gegenständen tatsächlich auch was zu bauen zu dieser Thematik. Und so kannst du sogar durch deinen eigenen Haushalt gehen und auch da immer mal wieder neue Dinge finden, beziehungsweise Dinge, die du vorher eben schon hattest, auf eine neue Weise belegen und dann für dich nutzbar machen. Also sei frei im Assoziieren und statte dein Training mit sehr merkwürdigen optischen Dingen aus. Das war klug geschwätzt. Und ich finde es manchmal spannend, dass einfach Räume per se ja, ich sag mal, bis zu einem gewissen Grade beeinflussbar sind. Und zum Teil haben wir eine Wahl und können vorher auch gucken, was ist das für ein Ort, schauen uns an, was sind da für Stühle drin, wie sehen Teppiche aus, ein herrliches Thema. Ja. Da könnten wir alleine einen ganzen Podcast drüber machen. Wie ist das Raumklima im Sinne auch des Duftes, ne? Also in der Nähe einer der Küche zu sein, ist durchaus was eine Einfluss hat und so weiter. Und manchmal ist es aber auch so, dass bestimmt viele unserer Hörerinnen und Hörer nicht wählen können, sondern in betriebsinternen Räumen unterwegs sein müssen, dürfen oder auch kurzfristig irgendwelche Hotels gebucht werden, auch wenn wir mal Einsätze haben, die relativ kurzfristig dann irgendwie untergebracht werden müssen. Und ich finde manchmal alleine das Stellen der Stühle macht einen Unterschied. So längliche Räume, die gerne aus einem mir nicht sich erschließenden Grund so bestuhlt werden, dass an einer der kurzen Seiten die sozusagen Bühne gebaut wird und dann die Stühle in diese Länge hineingebaut werden. Und allein das zu ändern und zu sagen, warte mal, ich baue mir meinen Flipchart und meinen Stuhl auf die lange Seite und drehe mir die Stühle so, dass dann wieder ein Halbkreis entsteht, macht einen totalen Unterschied in der Atmo. Hast du da auch noch so ein paar Sachen, wo du sagst, so ganz pragmatisch, wenn ich dann da drin stehe und denke, oh mein Gott, ja, ich weiß, der Raum, in dem ich gerade bin, ist immer der Beste. Was kann ich tun, außer diesen Satz mantraartig vor mich hinzusagen? Also was sich nicht ändern lässt, lässt sich tatsächlich nicht ändern. Klammer auf, was sich mit einer Flex nicht ändern lässt. Klammer nicht ändern, Klammer zu. Nein, also man muss demütig bleiben. Wenn ja, je länger wir trainieren, auch manchmal ein bisschen dievenhaft. Ich kann hier nicht arbeiten. aber es lässt sich mit fast jedem Raum noch irgendwas machen. Mein erster Akt ist eigentlich immer, dass ich Hotelpersonal rufe und um Mithilfe bitte, wenn es zum Beispiel darum geht, Bilder abzunehmen, Deko zu entfernen. Also du meinst alles, was so Plastikblümchen und kleine genau. darum herum arrangierte Plastikblümchen. Genau, Glitzersteinchen und sowas. Also alles, was irgendwie ablenkt oder nicht zu meinem Thema passt. Und ich verspreche dann immer, dass wir es hinterher auch wieder so hinbauen. Das tun wir dann auch. Aber manchmal ist es dann kommen die wirklich mit, ja, das Bild ist unglaublich kostbar und nicht versichert und so. Und dann muss man sehr, sehr viel verhandeln und kann sich selber schelten, weil man hätte ja einfach einen Tag vorher anreisen können und mal schon mal umbauen können. Aber ich finde auch, dass allein die Ausrichtung, also wohin schauen die Teilnehmenden überwiegend, macht so einen Riesenunterschied. Und das hängt dann vom Thema, aber auch von anderen Dingen. Aber wenn ich so eine Faustregel machen würde, ist immer alles raus, außer der Tisch mit den Sustainern, wo das Equipment drin ist, und die Pinnwand- und Flipchart-Materialien und ansonsten Stühle. Und je weniger die Leute vor sich ablegen können, was sie dann wiederum ablenkt, desto besser. Das ist das Eintauchen. Da staune ich auch immer wieder, dass meist die Hemmschwelle von Menschen größer ist, danach zu fragen, dass die Sachen alle rausgebracht werden, als die Hemmschwelle derjenigen in den Hotels oder die Räume organisieren, das wirklich zu machen. Allein dieses Leeren finde ich eine Wahnsinnswirkung. Dann das Thema, wo kommt das Licht her? Also wer ist der Schattenriss? Sehe ich im Zweifel in Schattenrissgesichter als meine Teilnehmenden, sodass die nicht die ganze Zeit in mein Gesicht als Schattenriss gucken müssen, weil ich halt direkt vor dem Fenster aufgebaut bin. Kleine Dinge, die natürlich im Laufe der Routine völlig selbstverständlich sind, aber gerade für diejenigen, die anfangen, spannende kleine Dinge sind, die wirklich leicht zu verändern gehen.
das, also wenn das Equipment da noch mit reinzählt in diese Ausstattung, ja, auf jeden Fall. dann hängt das tatsächlich alles zusammen. Vielleicht wäre das auch noch eine Kategorie. Das sollte man mal vielleicht mal angehen. Was ich immer dabei haben sollte, Doppelpunkt, ja, diese genau, Kategorie. Diese Kategorie. Also stell mich in einen leeren Raum mit der Ansage, hier kommen gleich 40 Teilnehmende. Dein Thema ist Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Und dann hätte ich mit Sicherheit eine Prio-Liste. Also der Nummer das eins. Ist so die einsame Insel-Frage für genau. Trainerinnen und Trainer. Was würdest du mitnehmen? Und du weißt, bei mir wäre es ein 388er auf Königsblau. Genau. Ein Stift. Am liebsten noch einen roten dazu oder auch einen pinken mittlerweile. Der kommt aber nach dem Flipchart. Ohne Flipchart. Also ich würde wahrscheinlich mir mit dem 388er auf die Haut malen, wenn ich keinen Flipchart hätte oder auf die Stirn. Genug T-Shirts einstecken ist auch eine Variante. Die genau. eigenen T-Shirts beschriften. Und danach kommen so nach und nach andere Dinge. Aber es gibt ja tatsächlich so, ich liebe das und ich empfehle das auch tatsächlich jedem Trainer und jeder Trainerin, dass man so ein paar Sachen dabei hat, wo man nie weiß, wann man die einsetzt. Aber wenn man merkt, das wäre jetzt toll, diese Übung hier zu machen, dass man es dann dabei hat. Das selber, ja, der und das voll. Ist manchmal dieses eine Seil und ein Zollstock und also diese Dinge, Lego-Steine. Die man... Legosteine, wo ich einfach weiß, die Wahrscheinlichkeit ist je nach Thema unterschiedlich, aber irgendwann wird es kommen und dann ärgere ich mich, wenn ich es nicht dabei habe. Mhm. Und es fühlt auch, man fühlt sich gleichzeitig ein bisschen sicherer für Situationen gewappnet, wenn man dann, keine Ahnung, in dem Training feststellt, die hatten genau dieses Training schon mal vor einem halben Jahr, dann ist es cool, wenn man doch noch eine Alternative hat. Ja. Sehr gut. Und ein Beispiel habe ich immer wieder im Kopf, wo es eine spannende Wendung genommen hat. Das war so ein Kurzfristeinsatz mit zerstrittener unternehmensinterner Kombination aus AusbilderInnen und BetriebsrätInnen, wo es wirklich ziemlich heiß herging und ich nachts in dieses Hotel gefahren bin, weil das alles sehr kurzfristig arrangiert wurde und irgendwie um 0 Uhr sagte, lassen Sie mich ganz kurz noch den Raum sehen, bevor ich ins Bett gehe und die mich dann durch so Katakomben tatsächlich an besagter Küche vorbeiführten. Mhm. Es wurde immer dunkler und die, eindeutig waren die Gänge immer weniger gastorientiert. Und die endeten dann in so einem Raum, der in sich eine Stufe hatte, eine Säule in der Mitte, heruntergerissene Fensterbehängungen und so Souterrain auf der Höhe der Autoreifen endete, die davor geparkt waren. Mhm. Und das Ganze bei ungefähr 40 Grad ohne irgendeine Art von Klimaanlage. Und am nächsten Tag sollten in diesen, naja, was wird der gehabt haben, vielleicht 40 Quadratmeter Raum, insgesamt 16 Menschen mit mir hinein und ihre Konflikte austragen. Und das war tatsächlich so ein Moment der, dieser Frage von, okay, sehr viel zu ändern geht hier jetzt wirklich gerade nicht mehr. Und das bisschen, was zu ändern ging, haben wir dann noch geändert. Und am Schluss war es interessanterweise so, dass dieser Raum dann irgendeine Art von äußerer Feind wurde. Nicht, dass wir dann das Hotel gebasht hätten, aber es war irgendwie klar, okay, wir müssen uns hier sehr arrangieren, das ist alles sehr speziell. Und dadurch kam eine gewisse Prise Humor in die ganze Geschichte, die dann hilfreich war. Das ist so wie diese These, die ganze Menschheit würde sich einen, wenn der Angriff von Aliens, von Außerirdischen käme. Hier war der Raum der Außerirdische. Sozusagen, genau. Also das vielleicht zur Beruhigung für diejenigen, die jetzt denken, ich habe aber manchmal wirklich keine Chance. Dann ist es tatsächlich, glaube ich, diese Haltung, die innere, okay, dieser Raum hier wird genau das bringen, was ich brauche und was die Menschen brauchen, die hier drin sind. Und gleichzeitig, wir haben das Thema Orte auch noch gar nicht so sehr in den Fokus genommen. Also wo genau ist dieser Raum? In welcher Art von Location, sage ich mal? Was sind denn da deine Lieblinge? Ich würde tatsächlich gerne mein eigenes Feature über Locations machen, weil ich glaube, das ist auch für Trainerinnen und Trainer das ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Deswegen sind die besten Orte in Deutschland heiß begehrt und auch meistens ausgebucht, weil das natürlich den Wert der eigenen Trainings extrem beeinflusst. Und
Ich habe vielleicht als Antwort darauf erstmal vorweg, bevor ich jetzt Namen von Hotels nenne und ich die dann nie wieder buchen darf, weil alle Hörerinnen und Hörer da buchen. Nein, sehr gerne. Es stecken wir gerne mal eine Liste von unseren Lieblingshotels unten, vielleicht in die Kommentare, Sabine. Aber was ich wichtig finde. Tatsächlich überlegen, ja. Aber na gut, alles für unsere HörerInnen. Wir schreiben da nur so Sachen rein, wo wir nie hinfahren wollen. Ja, das ist eine gute Idee. Nein. Aber das, was ich ganz wesentlich finde, und das gehört mit zur Ausstattung aus meiner Sicht, ist, wir verbringen in unseren besten Jahren rund 150 Tage in Hotels. Und in Seminarräumen teilweise 10 Stunden, weil 8 Stunden geht das Training vielleicht und dann sind wir davor am Vorbereiten und am Nachbereiten. Und das ist deswegen, man darf das ruhig als sein Zuhause bezeichnen. Und je mehr man deswegen seine Ausstattung mitbringt, in der man sich wohlfühlt, also man weiß, ich komme mit meinen Cisterna-Containern an und richte mir den Raum so ein, dass es mein Zuhause ist, dann fühlt man sich da auch anders und kann vielleicht im Nachhinein, 20 Jahre später, sagen, ich war in schönen Räumen, genauso wie in schönen Hotels. Und dieser Wohlfühlfaktor, finde ich, ist nicht zu unterschätzen. Jetzt mal abgesehen davon, dass wenn man auf eine bestimmte Form von Equipment zählt oder Ausstattung zählt, wie jetzt, die zum dritten Mal gesagt, die Thanos-Systeme, dann baue ich da meine 6 bis 8 Kisten hin und das sieht schon aus wie zu Hause. Gleichzeitig ist es für Teilnehmende, die schon mal irgendwo in einem Bridgehouse-Unternehmen, in einem Bridgehouse-Training waren, ein Wiedererkennungswert. Das heißt, die sehen, und das haben wir ja tatsächlich schon gehabt, dass Leute reinkamen und gerufen haben, oh, das ist ja ein Bridgehouse-Training, das wusste ich gar nicht. Und sie sind dann auch geblieben. Aber trotzdem. Nein, aber das hat einen sehr, sehr großen Einfluss. Eigentlich wie in einem Restaurant ja auch. Das Essen ist das eine, aber das Ambiente und die Ausstattung ist das andere. Und es fängt an beim Steck und hört auf bei der Farbe der Wände und der Deko. Ja, genau. Und als fahrendes Volk, du hast ja vorhin schon mal dieses Thema Transport und so angesprochen. Natürlich lassen wir die auch manchmal versenden, weil wir ja viel mit den Zügen unterwegs sind. Und da ist auch wieder letztlich wie bei einer Auslandsreise, wo ich sage, ich packe mir zumindest die allerwichtigsten Sachen in den Rucksack, den ich direkt dabei habe, weil möglicherweise könnte mein Koffer andere Wege nehmen als ich selbst. Und das ist auch, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt. Das Thema 388er, der ist halt im Rucksack. Und die aller wichtigsten Ausstattungsdinge für die Dinge, die ich machen möchte, idealerweise dann auch. Oder ich habe halt meine Systeme auf einem großen Rollwagen mit mir dabei. Und das ist auch immer lustig. Also die Fahrten sind in der Bahn, sowohl in den öffentlichen Verkehrsmitteln in den Städten als auch in der Deutschen Bahn selber, immer wieder spannend, weil es gibt immer Gesprächsthemen. Was genau haben Sie denn da drin? ja, absolut. Sehr schön. So viel zum Thema Orte, Ausstattungen, Metaphern und so weiter. Und trotz und alledem bleibt es dabei, es kommt am Ende darauf an. Und das immer, Sabine. Immer. Ja, genau. Danke dir. Bis bald. Bis bald. Ciao. Das war Learn, Unlearn, Repeat. Der Podcast für LernarchitektInnen. Jetzt abonnieren, damit du keine Folge verpasst. Sabine und Jürgen freuen sich über Austausch mit dir. Schreib ihnen an podcast@bridgehouse.de.